Jo, hallo liebe Leute, hier sind wir wieder zurück mit dem Trendsimulator 2014 auf dem Weg von Hagen nach Siegen. Aktuell stehen wir gerade in Lennestedt, Grevenbrück, mit einer schönen alten Lady, wie der Herr Kollege das so schön gerade gesagt hat. Und zwar die Brauerei 111 mit Tostoswagen hinten dran und natürlich Steuerwagen. Damit es auch mal losgehen kann, machen wir erstmal die scheiß Türen zu, ne? Hab ich gerade gemacht. Bremse raus. Und Fahrstufen rein. Nein. Keine Ahnung, warum schon wieder nicht. Ich hatte nämlich keine Bremse mehr drin. Ah, jetzt. Man muss natürlich auch noch die Lüfter anschalten, ne? Rennt bei mir auf Dauerbetrieb. Jetzt haben wir wirklich mal eine schöne Ausfahrt. Ohne irgendwas dabei. Ohne lästige Anzeige. Schön gemütlich, ne? Weil das ist ja noch eine alte Lok, die kommt da nicht so schnell aus dem Quark raus, ne? Das ist richtig. Wie gesagt, eine alte Lady. Ja. Och, wie geil, ey, wie sich das Ding da um die Kufen bewegt, ey. Man hört sie nicht mehr, nur man hört nur noch tuk, 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 tuk. Und dann ist still. Ne? Aber wir müssen ja wieder rein hier. Können wir ein bisschen mehr aufschalten, wie ich gerade sehe. So, unser nächster planmäßiger Halt ist Lennestedt. Das müsste jetzt aber auch bald kommen, ne? So lange ist nämlich die Fahrt gar nicht. 7 Minuten. Kann ich da nicht sagen. Ja, 7 Minuten. Okay. GTA 15:24, das heißt, ja, ist die letzte Folge wahrscheinlich heute. Das ist die letzte Folge, ja. Aber wir fahren wieder für euch, keine Sorge. Wenn ihr das sehen wollt, sicher. Könnt ihr auch in die Kommentare unten reinschreiben, welche Strecke wir als nächstes fahren sollen, wenn, sofern wir sie halt haben, ne? Ja, weil alles haben wir nicht, das ist ein bisschen teuer. Ja, das ist echt ein bisschen teuer. Aber man könnte sich ja schon mal darauf einstellen, dass vielleicht einer von euch uns ein Szenario hier für erstellt, für Hagen-Siegen. Dann fahren wir sie nochmal von Siegen nach Hagen. Und habt ihr alles gesehen? Dann haben wir ein bisschen Verkehr. So, nächste Haltestelle, Lennestadt. In 2,6 Kilometern. Nein, da fahren wir vorbei. Da halten wir nicht. Lennestadt, Megan. Bleiben wir nicht stehen. Okay. Nein, da fahren wir vorbei. Jo, Chef. Wird zumindest laut dem Fahrplan, der mir hier vorliegt, mit der Abiliabahn nicht angefahren. Gut, dann fahren wir durch. War recht. Ja, mir sowieso. Jeder hat, wo ich nicht. Tja, stimmt. Da kannst du schon mal nichts falsch machen, ne? Genau. Wir suchen immer den Weg des geringsten Widerstands. Das stimmt. Aber wenn so viele Fahrgäste jetzt gerade da stehen, dann müssen wir einfach mal unser Horn verwenden, ne? Unser Makro. Unser N, oder was? Ja. Mit N, ja, ne. Mit B. Wollt vielleicht ein bisschen bremsen, ne? Da dahinter nur mehr 100 erlaubt ist. Ja, ich hab die schon gebremst. In die Kurven. Ich hab da eh schon gebremst. Meine Damen und Herren, wir reichen in Kürze alten Hudern. Lennestedt, da bleiben wir stehen. Ja. Da bleiben wir stehen. Können nicht überall durchfahren. Können schon. Aber so wie ich die Deutsche Bahn kenne oder die Abilia Bahn, gibt es mit Sicherheit auch eine Verbindung zwischen der Haltestelle Altenhudern und der, wo wir jetzt gerade vorbeigefahren sind. Garantiert.
Bremsvorgang einleiten, ne? Ja, ich lass ihn schon nur mehr rollen. Letzten Kilometer. Bin schon unter der Brücke durch. Ich fahr gerade über eine drüber. Ah, die Brücke meinst du? Ja, sicher. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Auch schon lang der Bahnhof. Das ist richtig, aber ich glaube allgemein ist die Strecke nicht unbedingt für eine ICE ausgelegt. Doch, hier fährt hier hört sogar eine ICE, meine ich. Also? Mhm. Das Szenario ist dafür? Da gibt es ein Szenario für, ja. Mit dem ICE-1, glaube ich. Ja, den offen. Rausgucken. Ne, komm. Pfeif. So, Türen sind offen. Ja, auch schon. Hä? Natürlich, immer ein bisschen später dran. Pfeifen war was. Danke. Pfeift er? Ja, gerade den Moment. Ja, dann hat er ja doch gepfiffen, ne? Dann hat er ja doch gepfiffen. Der Meister. Ab und zu tut das. Auch ein recht großer Bahnhof, ne, wenn du es mal so siehst. Eigentlich schon, ne? Ja, weiter geht's. Noch 31 Kilometer. Ja, das machen wir da auf unserer linken Arschbacke, oder? Wenn wir endlich Gas geben können, schon, ja. Für die alte Lady ist aber auch schon 100 viel, ne? Boah, eh. Aber das Baujahr würde mich echt interessieren von dem Ding. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das könnte ja einer unserer Kollegen herausfinden. Und in die Kommentare schreiben. In Kirchhudern fahren wir auch durch. Okay. Aber da geht's ordentlich bergauf, ey. Ja, die blockt sich anständig. Nee, die wird sich gleich plagen. Wieso wird's noch steiler? Jupp. Ich glaube aber, da wird uns der Hauptschalter rausfliegen. So eine Feuerstufen, wie wir da jetzt aufgeschaltet haben hier. Also ich habe gerade mal 16 und bin knapp von 40er, von 30er. Es geht euch jetzt gleich bergauf hier, mein Freund. Anständig, ja, wenn man so der Hilfe da unten vertrauen kann. Wir wollen ja auch nicht, dass wir gleich rausballern hier, ne? Ja, nicht schneller als 100 fahren, gell? Aber dann, man merkt ja schon, dass da ordentlich Saft drunter ist unter dem Ding hier. Das merkt man einfach. Bergauf beschleunigen hier.
Und es geht jetzt nicht gerade wenig bergauf hier. Ja, geht schon was weiter. Fahrstufe 11 ist ganz gut. 11? Mhm. Okay. Macht dann 99,0. Ja, sehr schön. Aber Train Simulator macht doch Spaß. Ja, ne? Ist irgendwie auch mal was anderes. Es ist sozusagen Omnibus auf Schienen, ne? Ja. Musst nicht lenken. Ja, das wird dir abgenommen, das ist richtig. Aber stehen bleiben musst du trotzdem. Du hast viel mehr Gewicht, was du beförderst, ne? Auf jeden Fall. Also wie schwer war unser Zug jetzt irgendwie um die knapp 200 Tonnen, ne? Ja, ich glaube 197 oder sowas. So. Ist schon einiges an Gewicht, was man da mit 100 km/h über die Strecke bewegen. Ja, wobei 100 noch langsam ist eigentlich, ne? Ja, ich wäre fast wieder schnell gewesen, gell? Deine Stufe 11. Ja, die passt perfekt. Bei mir nicht, weil ich ist jetzt immer schneller geworden, ich war jetzt fast auf 101. Ja, wenn du dann oben bist, ist klar, ne? Dann geht's nur immer bergauf. Also nichts mehr oben. Das ist dann ganz klar, Kollege. Aber schon ordentlich laut. Ah, da oben dürfen wir dann in 2,6 Kilometern gehen 120. Richtig, laut unseren Ebola, ne? Genau. Hektartafel 78 übrigens, wo ich gerade bin. Das heißt, 78 Kilometer haben wir schon. Gute Frage. Jetzt weißt du nicht, was eine Hektartafel ist, ne? Eine Tafel, wo die Kilometer draufstehen. Richtig. Aber ich sehe gerade keine. Die kommen eigentlich in der Regel alle 200 Meter. Normalerweise. In der Masten, oder? Normalerweise. Ja, normaler Masten, ja. Hier habe ich sie teilweise aber auch schon auf dem Boden. An 78 vorbei. Hat Kilometer 78 passiert. 79. Dann bist du ein bisschen vor mir. Aber ich fahre 99,1, also. 97,5. Müsste ich dich ja eigentlich einholen. Ja, da verbremst sich ja eh wieder. Eh. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze welchen NS? Planmäßig auf Gleis 1. Ich sehe den Bahnhof noch nicht einmal, also. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja. Kilometer 80. So, dann wollen wir mal einbremsen hier, ne? Brauchst du nur einen Gang rausnehmen, geht eh bergauf. Na, so einfach ist das nicht hier. Nicht, weil man mit 120 da oben angekommen ist. Also. Ja, ich fahr grad 109. Ah, vor allem ist die Steigung aus. Also. Ein sehr kurzer Bahnhof hier. Das heißt, ich sollte anständig bremsen. Meine Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Der ist ordentlich kurz. Ob sich das noch alles ausgeht hier. Ja, wir passen gerade so rein hier. Ja, ich versuche mein Bestes. Aber es sollte sich theoretisch ausgehen. Denke ich ja wohl.
Also viel länger hätte er jetzt wirklich nicht sein können. Dürfen der Zug, ey. Und dann war es ja gut, dass wir eigentlich noch einen rausgenommen haben. Ja. So gesehen schon. Na komm, Weißmeister. Danke. So, Türen sind offen. Und du fährst schon wieder ab, oder wie? Ne, er lässt mir die Tür nicht mehr zumachen. Hallo? Türen? Meister? Türen? Shift T. Oder wartest du auf den Pfiff? Steuerung T. Der hat ja schon gepfiffen. Ah, jetzt pfeift er nochmal. Ah! Na, sag das doch gleich! Der Pfiff war nicht für mich. Offensichtlich. Für wen sonst ist der andere da? Was weiß ich denn? Naja, die Abfahrt gestaltet sich spannend. Warum? Dass der Berg aufgeht scheinbar. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Ne, ist gerade. Steht da unten drin, 0-0. Wieso hat er sich dann gerade so plagt beim Wegfahren? Weil du rückwärts rollst. Weil die Bremsen sich lösen, wenn die Türen zu sind. Achso. Ich bin ja schon wieder in Fahrstufe 14. Ich roll gerade mit 10 dahin. 15. 16. Er hat halt eilig. Ja, Fahrplan! Den wir nicht haben. Jetzt geht's dann aber bergauf in dem Tunnel, ey. Oh. Und dann wieder runter. Direkt gleich bergab. Ja, beim Anfahren tut sie sich dann schon ein bisschen schwer, die gute Lok hier, ne? Bestimmt. In Littfeld fahren wir übrigens durch. Ist okay. Sonst werden wir ein Problem haben, oder? Warum? Naja, 20 Kilometer noch. Nächster Halt ist Kreuztal. Aber da unten kommt der 140, ne? Jupp. In 2 Kilometern. Ja, so circa, ne? Ja, nach Littfeld, oder wie das heißt. Littfeld heißt das, ja. Hat keiner gesehen. Weißt du? Wir waren ein bisschen schnell. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Aber keine Bremsung. Ja, die kriegst du auch so schnell nicht. So schnell kriegst du die nicht. Also? BCP 5 km/h. LCP übrigens auch, ne? Das ist in den Simulator echt ein bisschen blöder umgesetzt, aber in der LCP kriegst du auch eine gewischt. Das heißt, wenn du um 5 km/h schneller fährst, kriegst du da Zwangsbremsen. Dann kriegst du aber garantiert eine. Und die kloppt aber dann alles rein, was da ist, ne?
Okay. Nochmal auf Stufe 20 hochschalten und auf 140 beschleunigen. Ich fahre Stufe 0. Warum? Ja, weil es bei mir bergab geht und ich schon 140 drauf habe. Achso. Dann mal 130. So, Eichen fahren wir auch durch, ne? Wenn du das sagst, machen wir das. Ja, nächster Halt ist Kreuztal. Ich sehe was, was ich nicht sehen will. Das wäre 100. Bad. Jetzt sehe ich es auch. Und danach kommt auch gleich Kreuztal. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Kreuztal. Planmäßig auf Gleis 2. Kommt mir so vor wie so ein Streckenerkunder für mich. Sagst du mir, was in naher Zukunft auftreten wird? Ja, ich fahr vor dir wahrscheinlich schon wieder voraus, ne? Genau. Das wird eng, aber es geht sich aus. Es geht sich aus. Nur mit der E-Bremse runter auf 100 von 140. Ist sich wunderbar ausgegangen, das Ganze. Ja, ich bremse auch gerade runter. Kreuzal bleiben wir stehen, das Glocker. Ja, Kreuzal bleiben wir stehen. Aber wenigstens ein langer Bahnsteig. Das stimmt. Auch schön gemütlich reingebremst hier. Ach, war das gut reingebremst. Ja, leck um mir. So, dann warten wir auf den Pfiff, oder? Ja. Dann haben wir noch 10 Kilometer vor uns. Aber ich glaube, da kommt kein Pfiff mehr. Der pfeift. Weiß nicht, ich stehe noch nicht so lange da. Doch, bei mir da jetzt gepfiffen. Dann habe ich den gerade gar nicht gehört. So, los geht's. Ich fahre auch schon wieder. Was kommt denn jetzt eigentlich noch nach Kreuztal? Siegen-Weidenau. Stehen bleiben oder durchfahren? Stehen bleiben.
Das sind jetzt aber nur wenige Minuten, 6 Minuten Fahrzeit. Na passt, dann ist die letzte Folge ein bisschen länger als die anderen zwei. Also 6 Minuten Fahrzeit von Kreuztal nach Weidenau und von dort dann nochmal 4. Wie viele Minuten haben wir denn schon? 1,28. Insgesamt. Oh. Deswegen sage ich ja. Wird die letzte länger. Tja. Leute, dann ist die letzte Folge einfach länger. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt erschießen anfangen oder so? Das hilft keinem was. Ja, das stimmt. Leider. Das stimmt allerdings. Fahrmotor will ich zum Scheiße. Hast du die Lüftung nicht eingeschaltet? Nein, habe ich vergessen. Deswegen schalte ich es gar nicht ab. Kein Problem. Kein Problem. Jetzt ist er nur eh an. Ich hab vergessen, ich habe mich schon gewundert, warum ist das gerade so leise hier? Jetzt weißt du es warum. Jetzt weiß ich warum, ja. Hüttental fahren wir durch. Ja. Warte mal, wer wieder zu schnell war. Ich weiß auch. Einmal zu schnell. Soll mir ja auch mal vorkommen, oder? Ja, dafür hast du schon Zwangsbremsungen gehabt, ich noch nicht. Sifa aber nur. Du musst auch mal zuhören, diese scheiß Sifa da. Ja, ich glaube, in echt wird er nicht fahren als Lokführer. Na super, Trennschutz prüfen. Trennschalter hängt fest. Du wieder? Jo. Wie fasst denn du, dass dir das dauernd passiert? Ich weiß es nicht. Ich mach da gar nichts. Da vorne kommt ja so ein Siegen Wiedenau. Meine Damen und Herren, wir reichen in Kürze Siegen Wiedenau. Leider ist bei unserer Lok wieder der Trennschalter rausgeflogen. Dieser klemmt. Von daher haben wir in Siegen Wiedenau. Weidenau leider auch einen etwas längeren Aufenthalt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Jo, Siegen Wiedenau in 2 Kilometern. Ich kann ja nur da reinrollen jetzt. Würdest doch stehen bleiben, aber das ist, kostet glaube ich noch mehr Zeit. Ja sicher, weil ich gleich zwei Dinge mit einer klatsche, oder? Ja, noch rolle ich ja mit 80. Na dann passt's ja. Achte auf das Signal, was kurz vom Bahnhof kommt. Da ist unten eine Zahl drauf, richtig? Ja. Was steht da drauf? Eine 10, ne? Hab ich auch so gesehen, ja. Dann darfst du nur noch 100 fahren. Ab dem nächsten Hauptsignal nur noch 100. Obwohl dir das Ding da vorne sagt, jetzt 120, ne? Nur 100. Ui, ich komme zu schnell in den Bahnhof rein. Ich auch, ich muss sogar noch bremsen.
Ja, langsam fahrt voraus, zeigt das Vorsignal. Das bitte gleich beim Bestätigen, wenn du vorbeigefahren bist. So. Ja, ich bin drüber gefahren und hatte eine PZB-Zahnbremsung. Das war mir klar. Also. Bin aber eh schon gestanden, also. Das war mir klar, das musst du bestätigen. Habe ich gerade. Aber jetzt ist zu spät. Ja? Jetzt hast du ja schon deine Zwangsbremsung. Und jetzt darf ich wieder warten. Ich stehe eh schon. Ja, ich darf jetzt wieder warten. Wollte ich stehen bleiben. Warum mir hier ständig dieser scheiß Ding jetzt rausfliegt, das verstehe ich nicht, ne? Das muss warum ich zurückrolle, obwohl ich eigentlich Bremsen angelegt habe, muss ich eh nicht verstehen, oder? Dann hast du wahrscheinlich zu wenig angelegt. Warum bei mir jetzt zweimal schon der Drehschalter klemmt, ihr? Das verstehe ich auch nicht. Kann ich schon weiterfahren oder bist du noch nicht fertig? Ich bin noch nicht fertig. Wart mal. Mir muss ja auch immer mir passieren, ey. Wieso fliegt dir das Ding nicht raus? Das ist wahrscheinlich der Noob-Schutz wahrscheinlich noch. Der weiß, okay, der fährt das erst einmal mit der Lok. Aber ja, sowas das, noch nicht dran. Ja, das könnte natürlich sein, ne? Aber dass ich immer diese Scheißerei habe hier, das ist doch unglaublich. Ich stehe ja schon. Wiederhergestellt, und? Weißt du, in dem Moment ist er wieder hergestellt. Sehr schön. Jetzt, wir sind abfahrbereit. Ich muss noch meine Türen zumachen. Jo, Abfahrt. Ja, sagt es meiner Lok. Mickey. Meine auch. Irgendwie passiert ja nichts, Bremsen gelöst, aber irgendwie tut sie ja nichts. Das habe ich auch gerade das Problem. Führt den aber zu, ja. Ah! Hm? Die Stromabnehmer ist auch noch runtergefahren, ey. Die sind bei mir oben. So, ich habe keine Zwangsbremsung gekriegt. Ja, was muss ich da jetzt machen, damit er wieder fährt? Wie? Stehst nee, du tut noch? Sich nichts. Wieder? Steh noch, ja. Alle Bremsen gelöst, aber irgendwie tut sich ja, nicht. Dann drück mal Ende. Ah, tut sich trotzdem. Ja, dann müsstest du jetzt eigentlich, dann schalt mal wieder komplett ab. Das heißt komplett abschalten. Nein, den Fahrstufenvorwähler abschalten. Jetzt ist die Frage, ist das Langsamfahrt erwarten, ist das jetzt 40 oder? Ja, irgendwie komme ich dann nicht mehr weg, er fährt nicht mehr. Du musst den den Fahrschalter komplett auf ausstellen. Fahrtrichtungswende nach vorne stellen. Okay, Fehler gefunden. Manometer. Ja, aber ich weiß nicht, dass der Depp bei der Fahrtrichtungswende rausfliegt. Ja, ich weiß jetzt nur nicht. Ob der jetzt 40 oder 60 ist mit Langsamfahrt erwarten. Du Arschloch, Strecken, ich hab das schon bestätigt. Streckenkunde wäre ein alles, ne? Jo. Aber da vorne kommt ja ein Signal. Was sagt uns das? So, ich versuche immer noch wegzukommen, ne? Nochmal langsam Fahrt erwarten. Nee, halt erwarten direkt! Oh, leck mich doch. Ich fahre jetzt gerade erst aus Siegen beide noch weg, gell? Ja, 40, habe ich doch gewusst, dass es 40 ist.
Heißt, ich sollte nicht über 40 fahren, gell? Ja. Wenn er da die Bremskurve. Hat ja mal kommen müssen, dass ich ein Problem kriege mit den depperten PZB-Klumperten. Ja, da habe ich wenigstens keine Zwangsbremsung gekriegt, ja? Bekenne ich mich aus damit? Ja, jetzt schon. Ja, normalerweise so nicht. Ja, jetzt schon. Nächstes Mal weiß ich's. Das ist immer, wenn sich das Signal nicht grün zeigt, muss ich das bestätigen. Richtig. Also einfach vereinfacht ausgedrückt, ja, aber du musst natürlich auch wissen, was passiert, ne? Wenn das erste Ding ist, da vom Vorsignal gelb ist, dann heißt das langsam Fahrt voraus. Also langsam Fahrt erwarten. Wenn es am Signal ist, dann heißt es langsam Fahrt. Wenn beide gelb sind unten am Vorsignal, dann heißt es Halt erwarten. Und dann darfst du schön, egal wie schnell du so fährst, von was weiß ich, von 200 teilweise auch auf 0 runterheizen. Ach ne, 160. Ja, 160. Schneller darfst du mit PCB nicht fahren. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Siegen Hauptbahnhof. Dort endet unser Zug. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Rechts. So, ab wo gilt eigentlich die 40? Wenn so ab dem Hauptsignal. Gleich ab dem ersten. Ja gut. Ich sehe nur eines vor Siegen. Genau. Und da ist 40. Okay. Ja, und das nächste zeigt jetzt wieder gelb-grün, das heißt, ich muss wieder PZB drücken, oder? Ja, sicher! Nein. Direkt, wenn ich dort bin, davor oder dahinter, keine Ahnung. Direkt, wenn du dort bist, es fängt dann eh an zu piepen. Und dann solltest du eigentlich schon gedrückt haben. Gut. So, liebe Leute, dann bin ich ja zumindest schon mal da, ne? Das ist gut, weil meine Blase ist nämlich auch voll. Interessant, ich hab gedrückt, aber irgendwie war es ihm scheißegal. War es eine Zwangsbremsung gesiert? Ja. Ja, Betriebsfehler habe ich nur 3 Geschwindigkeitsübertretungen. 104,7 Kilometer sind wir gefahren. Und zweimal hatte ich eine... Jo, da ist mir der Drehschalter kaputt gegangen. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert, aber okay. Ich habe gedrückt, wie ich direkt auf der Höhe war, auf Ende hast du gesagt, oder? Ja, dann kannst du dich aus der Zwangsbremsung wieder befreien, wenn du stehst. Aha. Fahrtrichtungswechsel wieder nach vorne rein, ne? Ja, ich ruhe eh schon wieder. Kommt der Siefer an oder her? Ja, gleich die Siefer-Zwangsbremsung hinterher, alles klar, ne? Nee, er hat nur geleuchtet und geschrien. Jetzt sieh aber mal zu, dass du in Siegen ankommst hier. Es sind noch 0,97 Kilometer. Das kann ja jetzt nicht mehr so lange dauern, ne? Nope. Sollte man annehmen. Oh, ein Gleiswechsel. Oh, da bist du schon auf ein anderes Gleis gewesen. Ich habe kein Gleis. Achso, doch, hatte ich auch. So, ich will ja jetzt nicht dringen, ne? Aber ich muss auch dringend auf die Toilette, ne? 0,4 Kilometer. Mann, das muss schneller gehen! Ich kann halt nicht schneller als 40, ich fahre eh schon 38. Weißt du, bei der nächsten Fahrt machen wir das dann so, wenn mir der Drehschalter wieder rausfliegt, ne? Weil ich dann weiter. Fährst du einfach weiter, weil... Dich hole ich eh wieder ein. Dich hole ich eh wieder ein. Jetzt Leute, so ist er zu mir. Sehr nett, wie immer zuvorkommend. Ja, genau. Jetzt habt ihr das auch jetzt mal mitgekriegt, ne? Wunderbar das Ganze, oder? Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare rein, wie euch das Video gefallen hat. Hinterlasst natürlich auch schön einen Daumen nach oben, das ist ganz wichtig. Und, wie gesagt, wenn sich einer bereit erklärt hier, ja, ich habe es gerade schon gehört, es hat gepiept.
Die Türen gehen auf, ne? Du hast das gehört. Ja. Ein Nachteil an offene Kopfhörer. Ja, das ist ein Nachteil. Aber auf jeden Fall. Ja. Den Hagen. Siegen. Siegen. Siegen, nicht Hagen. Sind wir jetzt gefahren mit der schönen BR 111 Extreme Edition. Ne, mit den Tostos und Steuerwagen hinten dran. Und wenn sich einer von euch dazu bereit erklären würde, da mal ein Szenario für zu erstellen, dann wären wir euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, ich sage auch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, denke ich mal. Ja, ne? Ja, denke ich auch. Eine Stunde 43 Minuten, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So, und damit sage ich jetzt, haut da rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Thomas. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.